Willkommen zurück bei No Man's Sky. Ich hole jetzt erstmal unser Raumschiff wieder her. Zack. Und da kann ich direkt hier nochmal ein bisschen... Da ist es ja schon. Ein bisschen ausmisten. So, das erstmal hier rüber. Ja, passt. Wir können ja... So, dann nimmt das einen Platz im Raumschiff weg für 500. Super. Was gibt's da noch? Ja, könnte sein, dass das Solanium ist. Da drüben auf alle Fälle. War noch irgendwo was. Ach, da hinten. Das ist die Knulle und da hinten waren ja noch irgendwo welche. Da. Jo, klasse. Und da müssen wir mal schauen. Ich denke, so langsam hätten wir erstmal genug. Wir können ja dann echt mal so einen Lagercontainer bauen. Ah ja, okay. Das sind die Teile wieder. Wollen wir noch mal ein paar Meter mit dem Raumschiff fliegen? Einfach mal so ein bisschen über die über die Oberfläche. Die letzte Spezies suchen wir auf alle Fälle. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wir haben ja schon den ersten Planeten hier komplett erkundet. Und das wäre der zweite und da gäbe es bloß noch einen. Oder können wir das System hier komplett machen? Huch, nein, Uschi. Nein. Erhebe dich. Vorsicht. Oh Gott, ey. Lass die Tiere hier am Leben. Gibt es denn scantechnisch irgendwo was? Nö. Guck mal, nicht, dass es doch noch irgendwo Wasser gibt, aber ich glaube, dafür ist es vielleicht auch zu heiß einfach auf dem Planeten, dass sich hier gar kein Gewässer irgendwo halten kann. Huch, doch, geht. So, danke, Uschi. Nichts. Na gut. Der da oben. Huch, das war wohl zu hoch. Ja, uns passiert ja so schnell nichts. Ein paar Meter Sturz, das hält ja schon aus. Oder sie. Aber immerhin scheint das mit den Missionen jetzt besser zu funktionieren, ne? Ich meine, dass sie da auch richtig angezeigt werden und jetzt steht auch rechts unten da, teleportiere dich wieder zurück zur Basis, damit ich die abgeben kann.
Es wird langsam. Ja, ich glaube, die hätten das Spiel wirklich letztes Jahr ohne diesen riesen Hype als Early Access Spiel vielleicht erstmal rausbringen sollen. Und dann wäre das im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch ein bisschen besser weggekommen. Nichts. Muss ich wieder in irgendwelchen Höhlen rumkriechen, um das letzte Tier zu finden? Hat auch was, der Planet, aber... Ja, es fehlt ein bisschen an der Flora. Das ist mir zu wenig. Wahrscheinlich oft so bei den heißen Planeten, die sonnennah sind. Was ist das? Ist das, nee. Oh, übelst viel Plutonium gibt's. Hier gibt's alles, oft, ne? Hallo? Stummelchen? Wachsen die eigentlich wieder nach? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß das gar nicht. Da gibt's Solanium. Eine einzige Spezies noch. Ich meine, da wir sowieso nochmal in das System hier zurückkommen, alleine wegen dem dritten Planeten, ach guck mal da drüben, viermal noch, wäre es jetzt nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht auf Anhieb hier diese Folge vielleicht noch die letzte Spezies finden würden, können wir dann nochmal hierher zurückkommen, das wäre nicht das Problem. Aber möchte ich schon machen auf den dritten Planeten auf alle Fälle noch, aber zwischendurch dann halt die Aufgaben nochmal abgeben. So, wie sieht's denn aus? Wir haben hier 500 und hier haben wir auch schon wieder nochmal einen Stack 500er und dann nochmal 150, also über 1000. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles brauchen. So. Ich würde sagen, was hat mich wieder so eine Peitschenpflanze erwischt? Nein! Kann man kurz vorher der Hinweis noch, ne? Dass die Lebenserhaltung kurz aufgebraucht ist. So, komm schon, Spezies 11! Einmal, das hatten wir an Planeten, da hatten wir auch direkt irgendwie nach 5 Minuten alle, waren das 12 Spezies, 14, das waren sehr viele. Und da hatten wir auch direkt alle gefunden, das war eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, das war sehr viel, viel Glück einfach bloß. Na, Großer, du bist aber lieb, oder? Ja, Mister. Kleines Köpfchen, großer Rumpf. Nenu. Da ist noch ein Fragezeichen. Da können wir... Du
ist bekannt. Ein bekannter Raufbold. Hört ja gar nicht mehr auf. Gebäude. Schade. Na komm, wir gehen da noch hinten hin und wenn bis dahin nichts gekommen ist, dann gehen wir erstmal zur Basis zurück und machen die Aufgaben weiter. Und wie gesagt, wir haben ja den Teleporter noch da, dass wir hier immer wieder erstmal zurück können. Wir müssen eh nochmal auf die Raumstation hier, erstmal um uns zurück zu teleportieren. Und da wurde mir noch irgendwas angezeigt. Durch den letzten Systemscan in der letzten Folge, den ich hier noch gemacht hatte. Ich weiß aber nicht genau, um was es sich da handelt. Gibt es eigentlich nochmal mittlerweile irgendwelche Infos zu anderen Updates für No Man's Sky? Ah, das ist ja schick. Hier auch noch mal eine Sonnenrebe. Ja, sehr schön. Gut, komm, ich hol das Schiff schon mal her. Zack. Nehmen wir noch mal ein bisschen Nanit mit. Wunderbar, 12. Ja, passt. Halt. Bringt dir auch ein bisschen Geld, wenn ich hier einmal abspeichere. Beziehungsweise zählt es dann als entdeckt und ich kann es dann hier in diesem Menü noch hochladen. Flora fehlend, aber so ein kleines bisschen, ja, kleine Sachen haben wir dann doch gefunden. Okay, ab zur Raumstation. Komm schon, Uschi, los, los geht's. Das ist der dritte Planet, der fehlt, ne? Gefrierender Planet. Frostkristalle gibt es dort allerdings. Ich glaube, bekommen wir einen Anruf? Wie war denn das? Oder? Sind das nicht die Geräusche, dass uns jemand kontaktieren will? Aber ich kann hier nichts machen. Echt? Rechtsklick ist ranzoomen? Warum? Okay, na gut, ab zur Raumstation. Ist ja praktisch um die Ecke hier. Plus 5 Sekunden entfernt. Na komm, flieg gleich rein. So, mal schauen, wer hier noch mit uns sprechen möchte oder mit was wir hier noch irgendwie interagieren können. Na, Meister? Ach ja, hier. Waren, glaube ich, zwei Dolche, die wir haben. Ne, war bloß noch einer. Mordit möchte der. Das habe ich aber nicht dabei. So, bei dem kann ich jetzt auch erstmal nichts anfangen. Warte mal. Zack.
gerade so. Bin genau auf dem Geländer gelandet. Hallo. Ach ja, seht ihr. Die geben ja auch immer mal Missionen. Machen wir beim nächsten Mal, wenn wir nochmal hierher zurückkehren. So, jetzt geht's aber erstmal wieder nach Hause. Die beiden Aufgaben erstmal erledigen. Ich kann auch direkt zur Waffenfabrik. Nee, wir gehen erstmal nach Hause. Komm. Ah, trautes Heim. Glück allein. Mit ein paar Aliens. Mahlzeit, ich hab dein Zeug. Herr Konstrukteur, ich freue mich, dich zu sehen, mein Freund. Die Viking-Technologie hat deine Hände hoffentlich nicht verstümmelt? Ach so, siehst du, nee, hat geklappt, war ich mir sicher. Ich habe das nötige Solanium für die Fertigstellung der Pharmawerkstatt. Ich bin schon gespannt, wie ein zweiter Gag auf meinen Aufseher wirkt. Er hat bestimmt noch nicht viele Worte mit dem Wissenschaftler oder dem Waffenmeister gewechselt. Solanium geben. Ah, das Farmen. Wir, endlich frei von den Wächtern, werden die Erde ausbeuten und uns im Handel üben. Was? Also Kumpel, das passt jetzt hier gar nicht rein. Neues Gebäudeteil gelernt. Landwirtschaftsterminal. Ach Quatsch. Können mich nicht bewegen. Achso, okay. Sobald du unseren Farmer rekrutiert hast, willst du bestimmt ungehindert handeln, um von unserer prächtigen Ernte zu profitieren, ohne hin und her gezerrt zu werden. Keine Angst, mein Freund, ich werde dafür sorgen. Ich benötige lediglich ein paar Schaltplatten für die Fertigstellung der Pläne unseres eigenen Handelsterminals. Der Aufseher benötigt Schaltplatten für die Erstellung eines Bauplans für einen galaktischen Handelsterminal. Der Kovacs-Wissenschaftler sollte die notwendigen Bauteile bereitstellen können. Okay. So. Das wäre das. Landwirtschaftsterminal bauen. Okay, machen wir gleich. Geben mal noch die andere Mission ab. Guten Tag. Hast du die Datenreisender? Mein Kind kann die Welt nicht so sehen, wie du sie siehst. Deine Scans mit ihm zu teilen, bedeutet dein Bewusstsein mit ihm zu teilen. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Bitteschön. Oho, was für Anblicke. Als Dank hat mein Kind einen Bauplan für dich vorbereitet. Es hat gelernt, wie man instabiles Gel herstellt. Es hofft, dass du dich darüber freust. Was denn für ein Kind auf einmal? Schlepp hier keine Kinder an, Junge. Das ist eine Forschungseinrichtung. Bald. Kaktusfleisch, 200. Für einmal instabiles Gel. Reisender, diese Daten bereiten mir Sorgen. Mein Kind ist in der Lage, Signale von unbekannten Quellen aus der gesamten Galaxie zu empfangen. Ich kann es nicht vor den widerlichen Gedanken der Gecke oder den herben Scans der Wächter beschützen. Wenn du Schildsplitter findest, werde ich die Baupläne für Polyfasern entwickeln, damit wir einen Schutzmantel herstellen können. Verschwende keine Zeit, Reisender, sein junger Verstand ist leicht beeinflussbar. Gut. Kann ich denn... Warum kann man eigentlich immer bloß ein Terminal hier irgendwo reinbauen? Oh, hier so ein Lagercontainer baue ich mal gleich. Geht aber nicht, ne? Irgendwie. Verstehe ich nicht. Warum kann ich nicht zwei? Na gut. Dann brauchen wir auch da nochmal irgendwo was Neues. Am besten. Struktur. Zack. Es fehlt wieder an Eisen. Gott sei Dank haben wir irgendwie Eisen hier vor der Haustür. Mehr als genug sogar. Na, ich habe aufgehört. Verschwinde.
Psst. Weg da. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich brauch bloß noch ein bisschen. Ich bin ja gleich weg, Wächter. Mann, ey. Schwinde. Lalalala. Ja. Oder warte mal. Die ist so rum, dann platziere ich die hier auch so rum. Landwirtschaftsterminal benötigt im Betrieb einen geschickten Farmer. Wir brauchen nicht irgendeinen Farmer, wir brauchen einen geschickten Farmer. So, Schildsplitter. Kann ich die nicht bauen? Schildblech kann ich bauen? Ach nee, Schildsplitter, da sind... Ach doch, hier. Platin 20. Wie viel Platin habe ich denn noch? Eigentlich noch genügend. Hier, Kollege, sind deine Splitter. Geben wir das direkt nochmal ab. Klappt ja gut. Hast du die Schildsplitter gefunden, Reisender? Ja. Komm hier. Danke, Reisender. Es ist gut, dass wir das kleine Signal beschützen können. Aber ich fürchte, das reicht nicht. Hier, nimm eine Kopie der Pläne für die Polyfaser. Sie könnte dir nützlich sein. Neues Produktrezept genannt. Polyfasern, Sternknolle und Kaktusfleisch. Ich fürchte, mein Kinderexperiment funktioniert nicht. Junge, Junge, ganz dünnes Eis hier. Ich bin trotzdem noch einsam, muss mich jetzt aber... Oh Gott, Alter. Ich verliere mich selbst, Reisender. Bring meinen Kern zu einem Monolithen. Ich will mich mit dem Atlas verbinden. Ich muss mit der Unendlichkeit sprechen. Der hat natürlich zwei irgendwie Persönlichkeiten oder so in sich anscheinend. Ja, keine Ahnung, was bei dem nicht richtig ist. Der Kovacs ja, aber... eine billige Arbeitskraft, von daher sei ihm das vergönnt. Der Kovacs erinnert sich nicht an meine letzten Reise mit seinem Kern. Damals habe ich versucht, ihn mit der Konvergenz zu verbinden. Diesmal sucht er den Atlas. Ich weiß nicht, ob der Monolith oder irgendetwas anderes die benötigte Schnittstelle haben. Her damit. So, das hätten wir. Wo kriegen wir denn eigentlich? Bräuchten wir einen Gag, ne? Kriegen wir wahrscheinlich in dieser Raumstation Koordinaten erhalten. Ja, da können wir hier direkt auf die Raumstation und einen Farmer einstellen. Können wir uns nicht teleportieren, müssen wir hinfliegen. Haben wir nichts dabei. Ach hier, das war der Waffenmeister. Ach ja, für ihn sollten wir in die Waffenfabrik. So, na gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute erstmal. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.